Das Spiel der Eisbären Balingen wird Ihnen präsentiert von Helbling Industrieservice in Balingen-Endingen. Und Kinematec Frank Tietze, Ihr Engineering-Partner für Produktentwicklung und Prototypenbau. Hallo und willkommen zum Sportmagazin Baden-Württemberg Liga Eishockey. Das Derby, das Rückspiel, wenn man so will, der Spielertrainer der Eisbären Balingen bei mir, Rafa Popek. Ihr habt noch was gut zu machen und ihr habt vor allem gegen den Tabellenführer gewonnen, die Favoritenrolle klar verteilt. Ich glaube, in einem Derby kann man das nie wirklich sagen. Ich glaube, die Chancen stehen bei 50-50, aber natürlich haben wir was gut zu machen vom letzten Mal und wollen dementsprechend natürlich das Spiel auch so angehen. Ja, und Esslingen habt ihr dominiert, 4-3 gegen den Tabellenführer, alle Achtung. Ja, dominiert ist ein bisschen zu viel gesagt. Wir haben auch eine Portion Glück gehabt letzte Woche, haben natürlich auch selber gut gespielt, aber es war nicht so, dass wir die jetzt völlig dominiert haben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, ein bisschen Glück gehabt, das brauchen wir auch und da haben wir Gott sei Dank gewonnen. Wenn wir jetzt gemeinsam hier mal auf den Spielberichtsbogen schauen, die TSG Reutlingen doch ein bisschen dezimiert. Ja, hat aber nichts zu sagen. Manchmal spielt man besser, wenn man nur mit 10 oder 11 Leuten anreist. Das schweißt einen so zusammen, da spielt man wie aus einem Guss. Das muss nicht unbedingt von Nachteil sein. Okay, ihr wollt vorne noch angreifen? Ja, natürlich. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, ist ganz klar. Und am Ende will man sehen, wozu das dann reicht. Okay, das soll es gewesen sein. Rafa, vielen Dank. Der geht jetzt rein in die Kabine, letzte Anweisungen. Und wir wünschen Ihnen jetzt ein spannendes Derby mit vielen schönen Toren. So sieht's aus, also Visier runter und dann los. 15 Tore sahen die Zuschauer am ersten Spieltag in Reutlingen. Die TSG gewann mit 10-5 und drehte damals die Partie mit 7 Treffern im Schlussdrittel. Doch die Vorzeichen haben sich, wie gehört, geändert. Während die Black Eagles danach nur noch gegen Stuttgart gewinnen konnten, haben die Eisbären satte 16 Punkte gesammelt und sind vorne mit dabei. Popek musste auf Marc Haudek verzichten, ansonsten alle Mann an Bord. Ganz anders die Lage bei den Gästen. Martin Schaffroth wechselte ja nach 5 Jahren berufsbedingt nach München und spielt dafür die Luchse. Marcin Tribusch fällt für den Rest der Saison aus und weitere Spieler wie Dennis Kramer standen ebenfalls nicht zur Verfügung, sodass sogar TSG-Urgestein Matthias Salzer reaktiviert wurde. Auch Trainer Hans Krüger fehlte, er tritt aus privaten Gründen derzeit kürzer. Günter Schmidt wird das Team bis auf Weiteres interimsmäßig trainieren und betreuen. Er war ja auch schon bei beiden Mannschaften als Coach an der Bande. Während die Eisbären also zuletzt Spitzenreiter Esslingen besiegten, hatten die Adler frei. Die Partie bei den Bisons in Pforzheim fiel kurzfristig aus. Also rein ins Derby und die Hausherren mit der ersten Dreifachchance nach gut 3 Minuten. Erst Marco Schneider, dann Frank Ebner und dann Spielertrainer Rafa Popek, der gegen Esslingen einen Dreierpack schnürte. Doch alle drei können TSG-Goalie Manuel Rocke nicht überwinden. Andere Seite, Konter der Black Eagles, aber EC-Keeper Björn Meyer ist zur Stelle. Meyer schon gegen Esslingen mit starker Leistung. Einen etatmäßigen Verteidiger konnte die TSG aufbieten. 7 Minuten hielt man die Null, doch dann war's passiert. Am rechten Eck ist es Florian Zeiselmeier, der die Eisbären mit 1-0 in Führung bringt. 90 Sekunden später tauchte Marco Schneider alleine vor Rocke auf. Das war knapp. Aber danach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. 12. Spielminute, Kevin Rummel für 2 Minuten draußen, die Eisbären also in Unterzahl und das nutzten die Adler gleich mal aus. Ausgleich durch Tobias Feierabend. Frederik Kohler mit dem Assist, 1 beide. Die TSG hatte wenig später sogar die Chance zur Führung. Philipp Sebastian Klaas scheitert an Björn Meyer. Die Führung fiel dann auf der anderen Seite. Zeiselmeier taucht plötzlich völlig allein vor Rocke auf und lässt sich nicht zweimal bitten. Zweites Tor für die Eisbären und wieder heißt der Torschütze Florian Zeiselmeier mit der Rückennummer 8. Jubel in Grün-Weiß. Ja, und er war kaum zu Ende, da schlug es schon wieder im TSG-Gehäuse ein. Gerade mal eine Zeigerumdrehung später, Matthias Schreiber mit dem Fehlpass, dann David Lefelmann und schließlich ist es Frank Ebner, der auf 3-1 erhöhen konnte. Die Gäste behielten aber die Köpfe oben und hatten noch im ersten Drittel die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Toller langer Ball von Matthew the Killer Lewis auf Klaas, aber der bringt die Scheibe nicht im Balinger Kasten unter.
Damit blieb es beim 3:1 nach den ersten 20 Minuten. Frank Fauser mit Maximilian Enz und mit Frank Ebner. Ihr habt heute ein bisschen einen angespannten Kader. Was macht ihr jetzt? Wir versuchen das Beste draus zu machen, hinten ruhig zu stehen, Aufbaupässe zu machen und mit ein bisschen Glück vielleicht vorne auszugleichen. Ja, das hat im ersten Drittel lange Zeit gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, die ersten 10 Minuten, denke ich, haben wir eigentlich gut mitgehalten, obwohl wir gerade ein bisschen geschwächt sind. Aber versuchen wir das Beste draus zu machen. 3:1 vorne, das Gefühl kennt ihr ja von Reutlingen her noch. Ja. Heute wollen wir das Beste machen, keine Frage. Einfach weiter Gas geben. Weiter Gas geben, ja. Blamieren tun wir uns nicht nochmal. Das haben wir letztes Mal im letzten Drittel mit 7 Toren zu leichtfertig aus der Hand gegeben. Machen wir heute nicht. Die Reutlinger ein wenig mit dem dezimierten Kader, das spricht für euch? Ja, sind 10, wir sind glaube 15. Spricht auf jeden Fall für uns und konditionell sollten wir dann im dritten Drittel eigentlich mehr Luft haben. Holzbau und Zimmerei Tobias Henke in Balingen ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Holzbau, Zimmerei, Innenausbau, Altbausanierung und Bedachungen. Egal ob Sanierung, Umbau oder Neubau, bei der Firma Henke verbinden wir traditionelles Handwerk mit modernem Holzbau. Seit mehr als 10 Jahren bieten wir höchste Qualität in der Beratung und Ausführung. Zuverlässig gestalten wir auch Ihr Dach. www.holzbau-henke.de Weiter geht's. Die erste Szene gehörte dem Doppeltorschützen Florian Zeiselmeier, aber dessen Schuss kein Problem für Rogge. Beide Vereine arbeiten ja im Nachwuchsbereich zusammen und schicken derzeit 3 gemeinsame Teams aufs Eis. Viele ehrenamtliche Betreuer und Trainer sind da aktiv und die Kids haben somit schon früh die Möglichkeit, Eishockey zu spielen. Da geht es dann unter anderem gegen Heilbronn, Esslingen, Mannheim, Zweibrücken, Bietigheim und Stuttgart. Also, das ist nicht mal eben um die Ecke, da sind natürlich auch die Eltern mit eingebunden. Es sei aber schön, wenn es da auch vorwärts geht, betonen Thomas Schwanzer von der TSG und Dietmar Gogol von den Eisbären. Da gibt es dann schon auch mal hohe Niederlagen, aber zuletzt durfte auch der eine oder andere Achtungserfolg gefeiert werden. Zurück zum Duell der Großen. 2 Eisbären auf der Strafbank, die TSG also mit der großen Chance zu verkürzen, zuvor die Eisbären spielbestimmend und mit mehr Zug zum Tor, doch beide Teams ohne Fortune im Abschluss. Die TSG konnte trotz Pressing die Überzahlsituation nicht nutzen. Wir machen einen Sprung. Ronald Krüger kurz zum Abkühlen draußen. Die Eisbären am Ende mit 14, die TSG mit 4 Strafminuten. Doch entscheidend ist auf dem Eis und da schlugen die Gastgeber in Unterzahl zu. Da haben die Reutlinger ordentlich gepennt und Marco Schneider mit dem 4:1. Das ist natürlich ganz bitter, zumal die Adler im Mitteldrittel richtig gut unterwegs waren und die eine oder andere Gelegenheit hatten sie auch, hier beispielsweise durch Klaas. 90 Sekunden noch im zweiten Abschnitt und die TSG belohnte sich dann doch noch. Frederik Kohler mit der 10 war es nach Vorarbeit von Schreiber und Enz, also noch war das hier nicht entschieden. Ja, wir haben uns ein bisschen das zweite Drittel abnehmen lassen, aber ich glaube, jetzt im dritten Drittel werden wir das souverän nach Hause spielen. Und ich glaube, die Kraft liegt auf unserer Seite. Irgendwie Parallelen zum Spiel in Reutlingen, da habt ihr auch das Spiel hergegeben. Ja, da haben wir auch uns ab und zu mal ein bisschen zu sehr auf die Strafbank konzentriert, anstatt auf unsere Fähigkeiten, Eishockey zu spielen. Und das wollen wir jetzt anders machen. Ich glaube, das packen wir schon. Tobias, Feierabend bei uns. Zweite Drittel ging an euch. Habt ihr noch was im Köcher? Auf jeden Fall. Das dritte Drittel gehört uns. Wie beim ersten Spiel, wir werden alles geben und unsere Chancen suchen. Das heißt, wie geht er jetzt vor? Riskiert er schon alles? Nö, das noch nicht. Ganz so wie im ersten Drittel hinten gut stehen, vorne unsere Chancen suchen und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Optimismus in beiden Lagern, so soll's sein. Dann gehen wir mal rein ins Schlussviertel. Die erste gefährliche Szene gehörte den Hausherren Zeiselmeier zu Kevin Rummel. Wo ist der Puck? Da ist er am Ende unter der Fanghand von Manu Rogge. Andere Seite, Torschütze Kohler und Björn Meyer sichert schließlich die Scheibe.
Wie gesagt, die Eisbären mit mehr Wechselmöglichkeiten und das machte sich so langsam bemerkbar. Chancenplus für die Eichstätter, wobei die Achheimstädter weiter dagegen hielten. Weiterhin auch eine faire und intensive Partie. Die Keeper hatten ordentlich zu tun, Björn Meyer aufmerksam, die Adler verpassten es, aus den Überzahlsituationen Kapital zu schlagen. In der 52. Spielminute dann die Vorentscheidung. Etwas undurchsichtige Szene, jedenfalls war der Puck drin. Zeisselmeier mit seiner dritten Kiste in der Vorarbeit von Dominik Schmidt und Kapitän Marco Böhm. Gute Stimmung natürlich bei den EC-Fans und die sollte noch besser werden. 55. Minute, Schuss von Böhm und Kevin Rummel hält den Schläger hin. Das ging auch für uns ein bisschen zu fix. Sorry, das war der endgültige Knockout für die tapferen Gäste. Die Eisbären setzen sogar noch einen drauf, David Lefelmann nach Vorarbeit Popek, rot auf schwarz, 5 Minuten vor Rambo, 7:2 für Grün-Weiß gegen Blau-Schwarz. Danach passierte nichts mehr, die Eisbären Balingen schlagen also die TSG Black Eagles Reutlingen mit 7:2 und revanchierten sich damit für die Niederlage im Hinspiel und das ebenfalls mit 5 Toren Differenz, also pari. Der Sieg verdient, wenn auch etwas zu hoch ausgefallen. Balingen spielt nun am Samstag in Schwenningen. Reutlingen trifft am Sonntag in eigener Halle um 19.15 Uhr auf den EHC 2 Brücken 1b. Eisprinz Frank macht den Deckel aufs Derby drauf mit beiden Kapitänen und mit beiden Trainern. Marco Böhm bei uns, Gratulation, 7:2, das war deutlich. Ja, klar, am Anfang, wir wissen, dass Reutlingen ein paar verletzte Spieler hat. Aber wir waren schon das Ganze nach dem 10:5 in Reutlingen, da waren wir total heiß und die bessere Mannschaft hat halt ganz klar gewonnen. Im zweiten Drittel haben die Reutlinger, finde ich, nochmal Gas gegeben. Ja, also die Reutlinger, die sind eine gute Mannschaft, die kämpfen immer und es macht wirklich Spaß, gegen die zu spielen. Und dann auch wirklich ein Kompliment, was die mit den wenigen Spielern heute hier aufs Eis gebracht haben. Wirklich auch Kompliment von meiner Seite und von meinen Jungs. 2:7, letztendlich glaube ich, geht es auch in Ordnung. Vielleicht 1-2 Tore zu viel. Ja, ich denke auch. Also das Ergebnis war dann insgesamt doch zu hoch. Aber ich denke, das war einfach unserer dünnen Besetzung geschuldet letztendlich. Also wir haben lange Zeit gut mitgehalten. Ich denke, im letzten Drittel, wenn wir da vielleicht noch ein Tor machen, kann es nochmal vielleicht eng werden. Aber ja, am Ende hat dann einfach die Kraft gefehlt. Ja. Dennoch, in der zweiten Drittel habt ihr groß aufgespielt nochmal und vor allem nie aufgesteckt. Ja, ich denke, das ist ganz logisch, auch wenn wir wenig Leute sind, dass die da sind, 100% geben und ja, das ist die normale Einstellung. Die Niederlage geht in Ordnung, oder? Niederlage ist okay, vielleicht 1-2 Tore zu hoch, da haben wir nicht so ordentlich mitgemacht. 9 Leute, einer krank, das soll keine Ausrede sein. Ich war froh, dass wir überhaupt antreten haben können. Ich kann das nicht leiden, wenn man nicht kommt, wenn man keine Spieler hat. Aber wenn halt keine Alternativen da sind, was soll man groß dann machen? Wir haben uns gewehrt, soweit es gegangen ist. Da sind wir unterlegen. Der Bessere hat gewonnen, das muss man zugeben. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Ja, ja Rafa, ich glaube, das sind ehrliche Worte von Günther. Ihr wart heiß und das habt ihr auch aufs Eis gebracht. Ja, wir waren natürlich heiß. Wir haben auch was gut zu machen gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir uns das ein bisschen anders vorgestellt. Die Reutlinger haben uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Teilweise auch unsere eigenen Fehler, aber man muss trotzdem der Mannschaft von Günther Respekt zollen. Es ist nicht einfach, mit 10 neuen Feldspielern sich hier dagegen zu stellen und dagegen zu stemmen. Wir haben versucht, Druck zu machen, die ständig unter Druck zu setzen. Es war nicht immer einfach, aber letztendlich, glaube ich, war schon ein verdienter Sieg. Günther, ihr wart 3:1 hinten nach dem ersten Drittel, habt dann aber im zweiten Drittel, wie ich finde, richtig gut gespielt. Wir haben die Sachen, die wir auch für uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt, haben das ganz prima gemacht, aber am Schluss ist echt die Kraft auch ausgegangen, dann fehlt die Konzentration, dann kommen solche Fehler zustande und das gibt es nichts zu rütteln, die anderen waren besser, die haben immer Druck gemacht, so wie der Rafa das sagt und dann muss man eingestehen, wenn man verliert, da gibt es nichts zu rütteln und zu testen dran. Ja. Rafa, wir wollen jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen, aber was mir bei euch immer wieder auffällt, sind so Undiszipliniertheiten, viele 2 Minuten in der Phase, wo ihr eigentlich das Spiel im Griff habt. Ja, deswegen spielen wir halt eben in dieser Liga und nicht weiter oben, weil das ist halt eben der Unterschied, der eben den Spieler ausmacht. Entweder bist du halt eben diszipliniert und du hast dich im Griff, deswegen spielst du auf einem höheren Niveau oder du spielst halt eben weiter unten. Das ist nicht einfach, das wissen die Spieler auch, du kannst es 100-mal sagen und trotzdem ist es jedes Mal immer wieder ein Kampf aufs Neue. Nervt dich das?
Ja, natürlich nervt mich das, weil das wird ja jedes Mal angesprochen. Als Trainer ist es meine Aufgabe anzusprechen in der Kabine und irgendwo mal die Richtung, die Marschrichtung vorzugeben. Nur letztendlich, was willst du machen, wenn die Spieler dann halt eben sich dann nicht mehr im Griff haben oder da kommt ein bisschen Adrenalin dazu und so weiter. Und da denkt man nicht mehr dran, da muss man mal sagen, okay, sind halt auch alles irgendwo Menschen, das muss man denn verzeihen. Und wie gesagt, deswegen spielen wir jetzt hier auch auf dem Niveau, ist absolut okay. Günther, was wird aus der Runde, aus dieser Runde noch bei euch? Wir schauen, dass wir das mit Anstand zu Ende spielen, das ist wichtig. Ich hoffe, dass die Leute ins Training kommen. Es macht keinen Spaß, mit 6 Feldspielern im Training zu sein. Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht kommt unser Trainer wieder zurück, ich weiß es noch nicht. Aber solange ich da bin, werde ich versuchen, die Mannschaft zu unterstützen und weiter voranzubringen. Ich glaube, Balingen ist einer mit von den Top 3. Da haben wir jetzt verloren. Aber jetzt kommen noch andere Gegner, da können wir wieder gewinnen und da werden wir das Beste draus machen aus dem. Ja. Hoffen wir natürlich auch. Rafa, ihr seid vorne dabei. Also da kann man nochmal richtig sagen, wir haben ja vor dem Spiel schon gesagt, da wird nochmal angegriffen. Ja gut, wie gesagt, wir gehen jedes Mal aufs Eis und versuchen jedes Mal unser Bestes abzurufen, am Ende zu schauen, was geht. Man, wir kommen jede Woche zweimal ins Training und versuchen auch immer ordentlich zu arbeiten. Und das Ziel ist am Wochenende immer das Optimum abzurufen. Und wenn du das Optimum abrufst an einem guten Tag, dann gewinnst du auch die Spiele. Da ist man oben mit dabei, ganz klar. Vielen Dank an beide Trainer, beide Mannschaften. Noch eine gute Restrunde, wenn man so will. Euch vielleicht noch der ganz große Wurf, dass ihr ein bisschen so langsam auf Zug kommt, Günther, zur Zeit. Genau, das war's aus Balingen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Daheim in der warmen Bude. Und wir gucken auch, dass wir so langsam ins Studio kommen. Vielen Dank. Danke. Das Spiel der Eisbären Balingen wurde Ihnen präsentiert von Helpling Industrieservice in Balingen-Endingen. Und Kinematec Frank Tietze, Ihr Engineering-Partner für Produktentwicklung und Prototypenbau.